Arbeitskräfte werden Kohle sammeln. Wir sammeln zu wenig Kohle. Wir sammeln zu wenig Kohle. Wir produzieren hier mehr. Stand er ja auch. Wir haben. Man hat insgesamt. Wir produzieren hier so viel, dass wir eigentlich nur für drei. Oh mein Gott, für vier Sammelstellen haben. Ich baue erstmal zwei Sammelstellen für den Fall der Fälle. Dann sollen da nämlich noch die Leute arbeiten, weil das wird echt mies. Wenn uns das hier abrauscht, dann haben wir echt ein Problem. Und die werden nicht fertig, ne? Oh, die werden nicht fertig. Das tickert hier runter, noch 22 Stunden. Und hier vor allem. So. 27 Max. Max. Warte mal kurz. Ich werde mal. Hatten wir das hier? Anpassung, Notfallschicht. Wird sonst so viel Zeit, die steigt leicht an. Wir machen mal die Notfallschicht. Was haben wir hier auf Lager? Steht das da? Nee, ne? Da brauchen wir Kohle. So, wir müssen alle arbeiten. Nutzt alles nichts. Hier steht aber auch nicht, was die auf dem Weg zum Arbeit. Nee. Fuffel, schönen guten Tag. Grüß dich. So, Unzufriedenheit ist natürlich tierisch hoch. Hier muss auch arbeiten. Hier muss auch gearbeitet werden. Hier muss gearbeitet werden. Überall. Neue Forschung, sehr gut. Kurz mal Pause. Dampfkern. Dampfkern. Den wollten wir hier vorne hinsetzen, ne? Ach, den können wir auf die Straße setzen. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Dann brauchen wir hier vorne gar keinen Platz sparen. Das ist ja gut. Dann bauen wir den nämlich. Hier vorne in etwa hin. Dass sich das ein bisschen überlappt. Vielleicht so. Auf der anderen Seite würde ich das ganz gerne hier so hinbauen. Ja, das geht natürlich nicht. So. Dampfkern. Vielleicht hier vorne so hin. Dann haben wir da nämlich das Krankenhaus mit drin. Vielleicht mal das ein oder andere Haus. Da wollen wir den hin. Ah, guck mal hier. Ah, jetzt geht es langsam nach oben. Sehr gut, so will ich das sehen. So will ich das sehen. Ein Monat ist gestorben. Warum? Tod durch Überarbeitung. Wir müssen Opfer bringen. Ja, wir müssen Opfer bringen. Raus damit. Unzufriedenheit geht fast auf Max. Ach du Scheiße. Es wird sich auch wieder regulieren. Es wird sich auch wieder regulieren. Muss sich regulieren. Nur wir haben jetzt keine andere Chance. Wir müssen durch. Die kleinen Dinger. Verschwendung, lieber die größeren. Ja, das Problem ist ja, ist schön und gut. Ja, natürlich ist, vielleicht sind die kleineren Verschwendungen. Vielleicht ist es Verschwendung, aber was willst du machen? Ich habe jetzt zum einen hier Sorge für erträgliche Unterkünfte. So. Das muss ich jetzt fixen. Dann muss ich sehen, dass ich jetzt die Zufriedenheit, die Hoffnung ein bisschen nach oben schraube. Hier haben wir 26 Leute, die gehen wollen. So, da, wir haben keine andere Wahl. Wir haben da keine andere Möglichkeit. Verschwendung ist eine Sache, aber das Nötige ist jetzt erstmal was anderes. Spielt absolut keine Rolle momentan. So, Treibhausdämmung, Wärmedämmung, Gesundheitswesen, Speisehauswärmedämmung. Ich würde mal sagen, Gesundheitswesen. Wir machen das mal als nächstes. Wärmedämmung. Und dann setzen wir hier nämlich auch gleich das Krankenhaus hin. Gleich ist gut, wenn wir noch gleich genug Material haben. So.
So, dann bauen wir nämlich hier das Krankenhaus hin. Dann bauen wir nämlich hier vorne noch... Ah, das geht natürlich nicht. Dann setzen wir jetzt mal die normale Baracke hin. Setzen wir eine normale Baracke dahin, weil da können erstmal zumindest erstmal 10 Leute haben erstmal Obdach. Und hier bauen wir auch nochmal einen hin, weil da haben wir auch noch ein bisschen Wärme, das passt gut. Weil wir haben momentan nicht genug Holz, das reicht nicht. So. Oh, 34, Alter. Nicht begrabene Leiche, ja, ich weiß, muss warten. Zucken mir so langsam die Pfoten, weil das wird echt schwierig. Der Dampfkern, sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wie schaut es jetzt aus von der Temperatur? Das ist gut, das ist immer noch kühl. Da haben wir das durch, das ist sehr gut. Dann haben wir nämlich da gleich wieder ein bisschen was besser gemacht. So, und dann machen wir Max. So, Krankenhaus. Zack. Wir können mehr Leute heilen. Das ist momentan echt gut. So. Sehr schön. Und nur die Hoffnung steigt natürlich nicht. Warum sollte sie auch die Hoffnung steigen? Ist ja klar. So, Wärmedämmung für Sanitätsstation. Das habe ich auch extra gemacht, damit wir da auch eine bessere Versorgung drin haben. 7 Stunden haben wir noch. Sonst machen wir nämlich als nächstes gleich das Freudenhaus. Das Freudenhaus. Da kann man sich halt freuen. Im Freudenhaus. So, da haben wir auch noch ein bisschen. Da müsst ihr auch schon sehen, dass wir da ein bisschen... Guck mal, wir haben noch 295 Holz. Das ist auch jetzt nicht mehr so der Brüller. Werden die automatisch aufgewertet hier? Patienten. Arbeiter allgemein. Können wir eigentlich mal sehen. Ich meine, gut, die sind alle sowieso mehr oder weniger im inneren Stadtbereich, ne? Also im Zentrumbereich. Das ist jetzt nicht so der Klops. So. Was haben wir? Nächste Forschung. Speisehaus-Wärmedämmung. Jagdtaktiken haben wir da. Jagdhütten benötigen weniger Leute. Berechtigt. Dampfsägewerk. Könnten wir upgraden. Dampfstahlwerk können wir auch upgraden. Aufrüstung Sägewerk. Kriegen wir mehr Holz rein. Wäre auf jeden Fall angebracht. Fabrik. Das würde mich auch echt mal interessieren. Aber da hast du ja eben halt auch nur diese Prothese und den ganzen Kram. Das war nicht ganz unwichtig, aber Außenpostendepot ist auch noch ganz lustig. Dampfzentrum Reichweite könnte man machen. Wir müssten hier hin. Aber davon brauchen wir 100 Holz und 50 Stahl. Also, das war nichts. Eigentlich Essen ist so das, was mich eigentlich am meisten umtreibt. Gerade Treibhaus Wärmedämmung. Obwohl er ja hier auch sagt, das läuft zu 100% effektiv. Ne? Effizienz 100%. Also hier geht momentan auch nicht mehr. Das kann man sich auch nachher aufwerten, kann ich mir gut vorstellen, aber momentan ist da nicht mehr drin. Ach, was wollten wir noch machen? Wir wollten noch, bevor ich jetzt hier groß... Wir wollten noch die Hütte der fliegenden Jäger noch machen. Ach, das kann man auch aufwerten. Das ist ja nice. Den packen wir mal hier hin. So, machen wir mal fliegende Jäger hin. Und Kohle geht auch wieder nach oben. Sehr gut. Das war nämlich das Problem hier an der Stelle. So. Ach, erforschen wollen wir immer noch was. Wir haben immer noch nichts erforscht. Ah, was haben wir denn mal? Oder wir nehmen tatsächlich das Sägewerk. Schnelleres Sammeln. Fabrik. Heizung. Eigentlich müsste ich tatsächlich hier Lochkartenrechner mal rein. Nicht, dass es alles unwichtig ist, aber ja.
Bora Dampfsägewerk möglich den Bau von Dampfsägen. Ich meine, gut, wir haben sowieso nicht genug Stahl, sieht man ja. Wäre dann vielleicht sogar so ein Stahlwerk? Das gleich durch ist, dann machen wir ein Freudenhaus. Ja, dann brauchen wir gleich fliegende Jäger. Mal gucken, ob das uns was bringt. Ob da wir. Na, Essen sieht momentan aber auch ganz gut aus. Und wir müssen eigentlich gucken. Wegen Holz sieht das schon ein bisschen schwieriger aus. Da haben wir jetzt noch 253, die wir jetzt noch abbauen können. Aber Kohle geht nach oben. Das ist mal das Wichtigste. So. Ein Ratschlag, Krankheitenvermeidung. Wenn die Leute mit verwesenen Leichen in Kontakt kommen, können sie sich infizieren. Es wird Zeit, dass wir klären, wie wir mit unseren Toten verfahren wollen. Gesetze auf Kontrolle. Wir wollten jetzt gerade Friedhof. Hoffnung steigt, das brauchen wir. Hoffnung sinkt. Nee, wir brauchen Friedhof. Wir brauchen Friedhof. Und wir müssen einen Friedhof bauen. Friedhof. Bauen wir einen Friedhof hin? Hier irgendwo hin? So, hier. Zack. Bauen wir hin. Schaut es hier aus. Da haben wir wieder 15 Leute. Das ist gut. Sehr schön. Haben wir wieder ordentlich was dazu gewonnen. Hat uns hier nur nichts gebracht. Wir sind immer noch 34. Das haben wir durch. Erträgliche Unterkünfte. Das haben wir aber eigentlich schon fertig. Ach, verdammt. Lasst ihn reden, verjagt ihn. Na, wir können sowieso noch eins anklicken. Die Anzahl der Londoner steigt. Wie sollen die steigen, wenn wir schon auf 34 sind? Aber wir können sowieso nichts anderes anklicken. Aktive Wachstation erforderlich. Aktive Waschstation oder Glaubenshüter erforderlich. Löst die Menge auf. Lass ihn reden, was soll's. 57, geil. Aber wieso aktiviert die Waschstation? Die sind doch aktiviert, oder nicht? Im Kreis, Arme. Die sind doch aktiv, oder nicht? Zelt, Baracke. An. Nein! Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, was ich da machen soll. Ne? Guck mal, wenn das jetzt kapheißer geht, dann ja. Ich meine, was soll ich noch alles machen? Wir haben hier alles aufgebaut, wir haben ein Krankenhaus gebaut. Essen ist jetzt in der Mache. Ich weiß nicht, was ich da noch tun soll. Ganz ehrlich nicht. Friedhof errichtet, so, da haben wir auch wieder Hoffnung, wieder so ein bisschen hochgeschraubt. So, wir wollten. Die. Das wollen wir aufwerten jeweils, ne? Das sind die Stahlwerke. So, Dampfstahlwerke einmal. Für mehr Stahl kommen. Holz ist natürlich auch nötig. So, hier können wir da nichts tun. Das wollen wir jetzt auch erforschen. Sägewerk können wir natürlich jetzt mal machen, weil Holz ist auch nicht so der Knaller. Dampfzentren Reichweite. Haben wir nicht genug Holz für. Das heißt, wir sollten vielleicht eher Richtung Dampfsägewerk mal laufen. So, machen wir mal Dampfsägewerk. Das kriegen wir gefixt, das weiß ich noch nicht. Ich
schaut das denn mit dem Holz aus? Da haben wir noch 2,47 nach. Speer sind angekommen. Kohlemine. Kohle ist da. Erforschen. Nur die gelagerte Kohle nehmen. Die sind unterwegs. Dann schicken wir die wieder mal nach Hause. Die gehen ja dahin. Meine Kohle sind wir momentan nicht drauf angewiesen. Luxusproblem momentan. So. Botschaften an die Mauern. Captain, jemand hat die Mauern der Stadt mit Botschaften beschmiert, die ihren Untergang vorhersagen. Das ist beunruhigend. Die Einwohner fürchten bereits, dass wir Winterheims Schicksal teilen werden. Oder wer sich fürchtet, lässt sich leicht beeinflussen. Ignoriert es. Wachleute sollen es entfernen. Die Hoffnung sinkt natürlich. Ist klar. Wir tun was Gutes. Werden wir bestrafen. So. Sie gewinnt zusätzlich. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich weiß es nicht. Die gewinnen immer irgendwelche Leute hinzu. Ich möchte mal wissen, wie die das. Warum? Es geht denen mehr oder weniger gut. Gut, Essen ist momentan schon mal, gebe ich zu. Aber Effizienz 0? Warum? Weil hier nicht gearbeitet wird. Okay. Schaut sie aus. 30 pro Tag, guck mal. Bin schon fast am überlegen, ob ich den nicht auch nochmal ein bisschen aufwerte, ja? 30 pro Tag, 20 pro Tag, dann werten wir den auch mal auf. Können wir das denn? Dürfen wir das denn? Nahrungsmittel? Nee, können wir nicht. Schade. Weil Essen wäre auf jeden Fall für mich auch schon mal Faktor. So, wir machen gleich als nächstes den Puff. Das Freundhaus. So. Wir machen jetzt einen Puff. Zweck? Morgenversammlung? Nö. Warte mal, was ist das hier? Morgenversammlung? Morgenversammlung, Steige vom Zeitsitz, vielleicht die Hoffnung. Finde ich aber nicht verkehrt. Wachstation. Du musst immer zwei Wachstationen bauen. Die Unzufriedenheit steigt leicht an. Wachstation steigen die Hoffnung der Einwohner, die in der Nähe leben. Wachstation mindern die Unzufriedenheit von Einwohnern in der Nähe. Die Wachen können Proteste auflösen. Ja, das haben wir ja eigentlich. Hatten wir es ja schon hinter uns. Also machen wir die Morgenversammlung. Ich meine, da hast du natürlich wieder. Ich bin ja so mehr für die. Wir müssen ja die Unzufriedenheit so ein bisschen. Aber die Unzufriedenheit steigt ja dann dadurch leicht an. Also ich würde mal sagen, wir machen die Morgenversammlung. Freuen aus. Die Hoffnung sinkt leicht. Um die Unzufriedenheit weiter zu mindern. Yo, geil. Mach mal. Läuft. Huch, huch, halt. Was passiert hier? Dampfsägewerk, okay. Na gut. So, also mal gucken, wo wir das am besten bauen können. Ich würde mal sagen, wir bauen das hier direkt in dem Krankenhaus. Ich meine, falls da Dinge passieren, weiß er Bescheid. Ja. Hier können wir eigentlich mal. Das sollte reichen. Komfortabel, komfortabel einleihen, weil das Haus leuchtet rot, weil es steht schon fast in Flammen. So, jetzt brauchen wir ein Freudenhaus. Hä? Ich wollte schon sagen, das kann ja nicht sein. Und unter Rohstoffe. Wirtshaus, Baracke, Kampfarena. Ich wollte schon sagen, Triebhaus, das hätte auch was gepasst. Signalstation. Können wir natürlich nicht bauen, in Ordnung. Haben wir es noch nicht freigeschaltet? Wir haben das doch eben. Hä, wo ist denn das? Friedhof, Wirtshaus, Kampfarena, Baracke, Zelt. Krankenhaus, Nahrungsmittel. Hütte für fliegende Jäger. Rohstoffe. Werkstatt. Moment.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Prostituierte können im Wirtshaus arbeiten, um die und so. Ja, das ist klar. Ich hab nichts gesagt. Das ist schon echt. Ich muss extra dafür eine Unterkunft bauen. Wirtshaus. Also hier sind die ganzen Baggerluten. Ach, guck mal, hier ist da sogar ein... Naja. Okay. Arbeiter. Max. Gäste. Modellbesucher 0. Ja, seid nicht so schüchtern. Läuft schon. Können wir aber hier mal ein bisschen für Temperatur sorgen, würde ich mal sagen. Weil hier drin ist es kühl und da, na, da ein bisschen Atmosphäre muss da schon sein. So. Okay. Unzufriedenheit sinkt auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Aber wir sind immer noch bei 60 Londonern. Ich sehe das ganz, ganz, ganz bitter. Weil theoretisch müssen wir die auf 0 runterkriegen, die Londoner, oder nicht? Ich weiß nicht, wie wir die auf 0 runterkriegen sollen. Da steigt die immer nur an. Essen ist immer noch mehr oder weniger ein Problem. Wie schaut es denn hier aus? Ich würde mal sagen, das können wir mal aufwerten. Ich mache vielleicht noch ein bisschen mehr Essen rein. Kohle sieht sehr gut aus. Holz, ja. Was war das jetzt noch? Das war nur mit Holz. Rohstoffdepot müssen wir eigentlich auch mal erweitern. Vielleicht auf Kohle mal. Ah, 6,34 die Stunde. Vielleicht sollten wir hier auch mal aufwerten. Rohstoffe, Metall, Stahlwerk, Dampfstahlwerk. Dann werten wir das auch mal ein bisschen auf. Dass wir ein bisschen mehr Eisen produzieren, also Stahl. Der einfachste Weg, sie auf Null zu kriegen, erschieße sie. Ganz in guter alter Honecker-Tradition. Das ist natürlich dann auch schon, ja, sehr merkwürdig. Ziehen wir mal Stahl. Im Holz müssen wir uns auch mal so ein bisschen... Aber das konnten wir doch auch aufwerten, oder? Sägewerk? Naja, Sägewerk, das müssen wir, glaube ich, erforschen erstmal. Hier, da, hier. Kann ich erforschen das nicht, weil das so frei. Dampfsägewerk, siehst du, das hatten wir doch auch. Können wir das schon bauen? Dampfstahlwerk, Dampfsägewerk. Können wir bauen? Steigt sogar wieder leicht die. Oder geht das zurück? Ich glaube, das geht zurück, ne? Sind immer noch 60. Tendenz steigend. Ich weiß nicht. Wir sind fast da. Wir kriegen wahrscheinlich sowieso die Klatsche, wenn unsere Leute da sind. Verbleibend. Ja, wie sollen wir das denn hinkriegen? Wie sollen wir die wegkriegen? Die Londoner haben einen großen Vorteil gegenüber unseren Streitkräften. Wir können nur wenig tun, um ihren Amoklauf zu stoppen. Was wir mal machen können... Wir könnten versuchen... So, die sind eigentlich alle safe. Deswegen habe ich die ja so innenstadtnah gebaut. Dass wir hier noch welche hinsetzen. Hier. Hier zum Beispiel und hier zum Beispiel. Oder hier. Vielleicht eher hier. Das kann ich ja nicht abbauen, ne? Nee. Ich kann nur das abbauen. Dann würde ich doch mal sagen, bauen wir das ab. Das bauen wir ab. Und... Weil das ist nämlich im inneren Kreis. Am besten bauen wir den inneren Kreis. Und wir bauen das ab. Das bauen wir ab.
Dann müssen wir eine Sanitätsstation bauen. Und eine Baracke. Naja, Zelte müssen wir noch einmal bauen, das ist ja nichts. Ich baue die mal hier drüben, weil da ist ein bisschen wärmer. Ich baue das mal hier hin. Da. Und eine Sanitätsstation bauen wir noch. Können wir natürlich jetzt nicht. Bauen wir nämlich da nämlich noch zwei Türme hin. Und zwar diese normalen Wachtürme. Diese guten Wachtürme. Da kriegen wir sie vielleicht noch mit gefangen. Ich weiß es nicht. Was? Löst sich auf in 8 Stunden. Oh, ne. Sag jetzt nicht, dass... Ja, weil 4 obdachlos sind. Das ist natürlich jetzt mies. Och, man macht Wallung. Es geht immer weiter zurück. Das verarscht mich doch nicht. Ah, Mann. Ärger mit Londoner. Verprügelte Wächter. Mitglieder der Nachbarschaftswache, die die Parolen der Londoner entfernt haben, wurden angegriffen. Wir sollten etwas tun, um unsere Leute zu schützen. Wir brauchen Wachen, um unsere Straßen zu schützen. Du hast 3 Tage Zeit. Wir brauchen Wachen. Bau 2 Wachstationen. Ja, das wird schon wieder nichts. Da backe ich mir gleich ein Ei drauf. Ja, natürlich zusätzliche Anhänger. Was auch sonst. Ist klar, wir haben ja auch nichts gemacht. Wir haben ja auch wirklich die Hände in den Schoß gelegt. Klar. Wir haben ja auch überhaupt nichts getan. Ja, Hoffnung... So ein bisschen Verarschung ist das schon. So ein bisschen. So ein bisschen Verarschung ist das schon. So ein bisschen Verarschung, weil das ist ja nun ein Spiel, was wesentlich besser läuft. Wachturm, wir wollen nicht Wachturm, sondern eine Wachstation brauchen wir, ne? So, das steigt an, das ist gut. Da müssen wir jetzt hinkommen, sonst haben wir gleich Geburtstag. Hier warten wir noch drauf, dass ich den Wachturm setzen kann. Oder die Wachtürme setzen kann. Ja, muss akzeptieren. So, weiter geht's. 72, das sind ja fast alle. Naja, gut, 225 sind. Baue 2 Wachstationen, das machen wir. Steige ich auf noch 15, da müssen wir gucken, dass wir da hinkommen. Das sieht schon ganz gut aus. Das sieht jetzt auch mittlerweile ganz recht gut aus. Hier warte ich noch drauf. Time to rest. Beginne innerhalb der nächsten 2 Tage mit der Heizung von 2 kalten Unterkünften. Beheize sie 2 Tage lang. Müssen wir. Wir müssen es ja annehmen. Wir können jetzt ja nicht sagen, so leck mir am Arsch. Kann man es mal schon machen. Aber das bringt es mir ja nicht. Das bringt der Sache ja jetzt hier keinen Vorteil. So, halt. Gesetz. Anpassung, Zweck. Morgenversammlung, Waschstation. Die brauchen wir. Unterzeichnen. Schwupps. So, kurz warten. Dann machen wir hier in der Mitte 2 Waschstationen hin. Wenn wir denn dürfen. Zack. Alter Schwede. Das ist meine Wachstation. So, hier, schon fette Wachstation. So, 2 Wachstationen werden gebaut.